Ich will mich einmal so ausdrücken: Ab jetzt bist du geistesjung vollkommen auf dich alleingestellt. Was will ich damit sagen? Du hast jetzt die große Chance, dich als Geist vollkommen zu verwandeln, oder du kannst nochmal weiter Trockennasenaffen spielen in deiner Rolle. Das muss keine Angst nicht machen, es ist ein Akt der Reife, und ich will nur ganz, ganz kurzes Vorwort zu dem folgenden Selbstgespräch geben, also zu diesem Update. Es ist definitiv so, solange du dich als Mensch unter Menschen, ich nenne das immer als Brösel unter Brösel oder als Trockennasenaffe unter Trockennasenaffe bei eigener Definition erlebst, muss dir eins klar sein: Wenn du mit irgendwelchen Menschen anfängst zu diskutieren über Standpunkte, ist es der Kampf um die Perspektiven einer Tasse. Und das ist eine klare Demonstration von Geistlosigkeit. Diese Geistlosigkeit findest du in der Religion, wenn über verschiedene religiöse Strömungen diskutiert wird. Diese Geistlosigkeit findest du vor allem in den Parlamenten deiner Regierung. Und in dem Wort Regierung steckt eigentlich schon negativ blau gelesen die Gier nach Macht. Und das, was Menschen mächtig macht, ist die Ohnmacht dieser Menschen, die sich dieser Macht unterwerfen. Und jetzt kommt natürlich immer wieder dran denken, ich rede von 16 Seiten, die man mindestens verstanden haben muss. Es ist nicht die Frage, ist es jetzt hell oder dunkel, sobald dein Geist sich erhebt und du weißt, du hast in deinem Konstruktprogramm deiner vorgestellten, ausgedachten, offenen Welt, die du jetzt langsam als ein Videospiel erkennen solltest, die sich nur in deinem eigenen Kopf abspielt. Und wir machen kein Science Fiction, ich kann es nicht oft genug sagen. Wenn du das jetzt als lächerlich abtust, hast du schon verloren. Jetzt ist die Frage, hörst du mich jetzt sprechen oder nicht sprechen? Du hörst mich jetzt sprechen, egal wer du jetzt zu sein glaubst. Wenn du an dich denkst, denkst du an deinen Trockennasen auf dem Körper, bla bla bla, tausendfach erzählt. Da ist jetzt Schluss damit. Darum habe ich gesagt, jetzt bist du auf dich alleine gestellt. Das heißt eventuell nicht, dass du neue Updates kriegst, aber jetzt kommt der große Sprung, dass du dir jetzt erst klar machen musst, du kannst eine Information nicht erklären, dass sie nur deshalb existiert, weil du sie jetzt denkst. Es sind so extrem einfache Sätze, die ich tausende Male wiederhole. Du bist ein träumender Geist und du musst jetzt ein bewusster Denker werden. Und das bist du in dem Moment, wenn dir bewusst ist, dass alles, was du als Information zu sehen, da steckt die Ehe, die Verbindung schon drin, zu sehen bekommst. Dass das nur Gedankenwellen sind, die aus dir selber auftauchen. Das ist die Symbolik des träumenden Geistes und des Computers, mit dem ich dich selbst als Geist, als träumenden Geist symbolisiere. Und wenn du jetzt auf dieser Bröselebene bist, Geistlosigkeit, dass das nur geistlose KI sind, wie in einem Videospiel. Es klingt im ersten Moment sehr lieblos und unmenschlich. Das ist aber genau das Gegenteil. Das ist die zwanghafte, einseitige Interpretation deiner Logik, deines Mechanismus, wenn du das so siehst. Du kannst einen Gedanken, sprich sterbliche Säugetiere oder Lebewesen, nicht retten. Menschheit retten zu wollen, ist ein riesengroßer Trugschluss. Schon die Namen, wenn ich erwähne, Menschheit auf Hebräisch, heißt entweder Medim. Schau in die Wörterbücher rein, das heißt die Toten des Meeres, MT, gestaltgewordene Erscheinungen in Blau gelesen oder Enoshot. Sterbliche, böse, kranke Säugetiere. Die Boshaftigkeit zeigt sich auch in den Gutmenschen. Ich sage immer wieder, ich spreche ganz kurz die Flüchtlingskrise an. Prinzipiell, das, was du willst, das man dir tut, du auch den anderen an. Hilf, wenn dir einer auf die rechte Wange schlägt, halt ihm die linke hin. Ich habe das alles. Wenn dir jemand was klaut, dann schenk ihm noch was dazu. Wenn du das wegschenkst, weil er sagt, er hat es offensichtlich nötig, kriegst du das tausendfach von mir zurück in irgendeiner ganz anderen Qualität. Die Demut ist wichtig, aber das heißt nicht, dass du zu einem absoluten, verängstigten oder rechthaberischen Ja-Sager werden musst. Diese vier Seiten müssen verstanden werden. Ein bloßes Ja oder Nein, ist es richtig oder verkehrt? Diese Kategorie 1 und 2 Fragen müssen vollkommen ausgemerzt sein. Und es ist, du wirst auf jede Frage sofort eine Antwort bekommen. Nämlich eine geistreiche. Warum ist das jetzt? Ja, weil ich das denke. Was passiert, wenn du eine Zeitung liest oder in den Fernsehen reinglotzt als Affe, der sich jetzt vor dem Fernseher hindenkt oder vor einem Monitor hindenkt und ins Internet geht? Du wirst aus Worten
ganz subjektiv geprägte Vorstellung aufbauen in dir. Das erkläre ich immer wieder. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel irgendein Video nimmst, nimm mal irgendeins dieser Updates, dieser Selbstgespräche mit dem Udo Brösel, den du jetzt zuhörst. Wieder dran denken, was hörst du jetzt eigentlich? Ausgedachterweise einen ausgedachten Lautsprecher hörst du zu. Und das ist ein Stimmenimitator, der kann wie tausend andere Menschen klingen und Geräusche, der kann wie ein Telefon klingeln, wie eine Kirchenglocke, wie Windrauschen, wie Brausen. Das wird uns jetzt auch hier in der Sprache sehr, sehr intensiv im Hebräischen die Augen öffnen, wenn man die Vatersprache versteht. Was einfach diese Sätze, die ich immer wieder wiederhole, sobald du was liest, sobald du Worte vor dir hast, entweder optisch als Schriftzeichen oder als Geräusche. Und da musst dir schon klar sein, dass jedes Geräusch eigentlich ein Wort ist. Im Anfang war das Wort. Ob ich jetzt Kirchenglocke sage oder du hörst ein ganz bestimmtes Geräusch, Gong, Gong, Gong. Ob ich jetzt zum Beispiel sage Türglocke oder du hörst ein ganz bestimmtes Geräusch. Dieses Geräusch, dieses Wort wird in dir zwanghaft eine Interpretation, eine Vorstellung auslösen. Und das ist deine Information, die wird von dir erschaffen. Da weiß deine Welt nichts. Zeig mir die Weisen deiner Welt. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Und jeder 13-jährige Trockennasenaffe mit Geist im Hintergrund kann das sofort überprüfen, was ich sage. Es geht hier nicht um die Frage, ob das stimmt oder nicht stimmt. Wir reden von dem mit Holofeeling, was 100% sicher ist. Und jetzt gehen wir ein bisschen in die Programmstruktur, wo du alles verwandeln kannst. Das heißt, jetzt dieses folgende Update habe ich sehr, nimm dir die Zeit, dich damit zu beschäftigen. Ist natürlich sehr vom Vorteil, wenn man von vornherein schon mal die Grundlagen der Vatersprache versteht. Wenn man die nicht versteht, ist man noch ein sehr unreifer Geist. Das habe ich im letzten Selbstgespräch darauf hingewiesen, egal ob du jetzt irgendein Professor in irgendeinem Fachgebiet bist. Du bist zuerst einmal ein Geist, der sich verlaufen hat in einer Sackgasse. Das sind die sogenannten Experten mit ihren Experimenten. Nomen est omen, herausgetretenes um dich herum, dieses Bari ist Mentior. Das heißt, du denkst dir das aus, das kommt von Mens. Mentior heißt sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Ich wiederhole das immer wieder, wenn du einen Hauch von Geist hast, musst du doch nach etlichen Wiederholungen endlich einmal verstehen lernen, was du selbst bist und was deine Informationen sind. Du bist immer und deine Informationen unterliegen einem ständigen Wechsel. Und der große Wahn, und das ist dein Wahn, deiner Menschheit, deine Menschheit ist nämlich nur ein Spiegelbild deines eigenen Charakters, dass ihr in Anführungszeichen Geistesfunken im Unbewusstsein nicht ums Verrecken holen das erste und das zweite Gebot halten wird. Da könnte ich noch so viel Christlichkeit zuweisen, zusprechen, ihr habt mit dem Christentum nichts zu tun. Schau tief in dich rein und sei endlich, sei verdammt nochmal endlich selbst ehrlich. Hast du noch Feindbilder in dir? Habe ich nicht gesagt, liebe deine Feinde? Und ich reduziere das jetzt wieder auf eine einfache Erkenntnis. Feind steht schlichtweg für alles Böse, Schlechte, Gefährliche, aber auch für alles Unbekannte oder auch für alles, was dich in keinster Weise interessiert. Es sind nämlich genau die Teile, die du zu deiner eigenen Heiligung, zu deiner Vollkommenheit benötigst, in einen Bewusstseinszustand zu kommen, der nämlich ganz klar erkennt, es muss alles, absolut alles in mir drin sein, wenn ich träume, was letzten Endes in mir in Erscheinung tritt. Da muss es eine tiefere innere Schicht geben. Ich nenne es immer, du Urknall, bevor er geknallt hat, das ist Gott. Das ist das Internet, wenn keiner reinschaut. Eine riesengroße Kollektion aller Kollektionen. Das sind ganz einfache Worte. Es ist ein vollkommen neues Weltbild. Und das Schöne bei Holofeeling ist, das ist so kindgerecht und es steht in keinster Weise im Widerspruch zu irgendeiner Religion, die du dir zurzeit ausdenken kannst. Und da gibt es noch tausende von Religionen, von denen du noch gar nichts weißt. Oder zu irgendeiner jetzigen naturwissenschaftlichen Erkenntnis. Und es geht bis in einen absoluten Zahlenbereich, in den Formen, in den Umformungen hinein. Das ist, was wir hier machen, sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Und du hast die große Chance. Und bemühe dich bitte nicht, das irgendwelchen von dir ausgedachten Menschen beizubringen. Du wirst feststellen, in jeder dieser Selbstgespräche, zumindest in den neueren, sage ich gebetsmühlenhaft, am Anfang, ich erkläre es nur dem Geist, der jetzt mit diesem Video konfrontiert wird. Und
dann lassen wir es eigentlich schon fast gut sein, was ich noch sagen will, jetzt selbst als Brösel unter Brösel, ob du es mit einem Geist zu tun hat, hinter der Persona, hinter der Maske, zeigt sich zuerst einmal durch Neugier. Das heißt, wenn einer nicht neugierig ist, jetzt wenn du, ich rede normal von Mensch zu Mensch, von Brösel zu Brösel, wenn du Menschen hast, die nicht neugierig sind auf etwas, was sie nicht kennen, ist kein Geist da. Es ist einfach nur ein Antagonist in deinem Traum, der so lange existiert, so lange von dir gedacht wird, und du machst den großen Fehler, dass du immer wieder Leute wiederholst und wiederholst. Ich sage als Brösel, Bruder, sag mir, mit wem du gehst, mit welchen Menschen du dich umgibst. Und ich sage dir, was in deinem Kopf rumspuckt, weil da werden über Themen verhandelt und genau dieses Themengebiet hast du in deinem Kopf. Und wenn du mit Impfbefürwortern zusammen bist, dann wirst du hier plötzlich alle Impfgegner als absolute Honks und Idioten ansehen. Und wenn du mit Impfgegnern zusammen bist, dann wirst du die Impfbefürworter als Honks und Idioten ansehen, weil die deiner Logik widersprechen, die du zum Denken benutzt. Wir können jetzt das Impfen austauschen mit tausend anderen Sachen. Mit religiösen Themen, mit politischen Themen, egal mit was. Und du wirst feststellen, diese Figuren in deinem Traum, die einseitig orientiert sind, haben nicht die geringste Überlebenschance und es macht keinen Sinn. Ich lasse dir die, wenn du willst, noch tausende Male, tausende von Jahren wiederholen in deinem Kopf, wie ihn täglich grüßt das Mal mit dir. Du musst dir das erleben. Du bist ein Schöpfergott, ein Schöpfergeist. Du schöpfst es aus dir heraus. Und schon der kleine Trick, dass ich sage, stell dir vor, du bist ein Autor, und es ist eine Märchengeschichte. Die göttliche Schöpfung ist wie ein Autor, der eine Märchengeschichte schreibt. Dann brauche ich diese vielen verschiedenen Charaktere gleichgültig, ob ich jetzt eine Liebeskomödie, eine Liebesgeschichte, eine Komödie, ein Drama, ein Krimi, egal welche Geschichte ich in mir aufbaue. Ich brauche diese Guten und die Bösen, ich brauche die Missverständnisse in der Welt, sonst ist es eine langweilige Scheiße, die Geschichte. Das ist das, was ist. Und wie gesagt, jetzt Geist, Neugier. Geist zeigt sich durch Neugier. Die Gier nach Neuem. Das GI kann man immer rot und blau lesen. GI ist der Geist Gottes, der in dir erwacht, ist die Gier nach was vollkommen Neo-Neuem. Sobald einer einseitig werdet, ich nehme mal den neuen Film Matrix 4. Es ist einer der Filme, der so massiv verrissen wird von den sogenannten Fachleuten. Übrigens haben die recht, in Bezug auf die reine Möglichkeit der grafischen Darstellung ist dieses auch vom, wenn wir jetzt normal raumzeitlich reden, im Vergleich zu den drei Vorgängerteilen extrem primitiv und billig gemacht. Das geht bei Kampfszenen los, ich will jetzt gar nicht reingehen. Das war so perfekt, überperfekt in den ersten drei Teilen. In dem vierten Teil ist das extrem eingespart und billig aufgebaut. Vor allem noch, wenn man daran denken muss, dass hier die reine Computeranimationstechnik die letzten 20 Jahre sich extrem weiterentwickelt hat. Es geht hier vor allem jetzt normal raumzeitlich gedacht auch um die Kampfszenen, die hier sehr kurz geschnitten werden, weil das viel mehr Aufwand macht, wenn man die länger die Kamera drauf hält. Was natürlich schon wieder voraussetzt, dass wir jetzt uns ausdenken, darum sage ich normal gesprochen, dass da außen dieser Film gedreht wurde. Mit Holofeeling ist das alles so, du träumst jetzt. Ein Bild, das in dir auftaucht, entsteht hier und jetzt. Die vielen Widersprüche, die ich dir zeige in der Physik, wann sind die Pyramiden gebaut worden? Du musst das unbewusste chronologische Denken vollkommen überwunden haben. Du musst jeden Moment wissen, das entsteht, weil ich es anschaue, das entsteht, weil ich es anschaue. Das ist jetzt, weil ich es denke und du reagierst auf deine Information. Da gibt es tausende von Beispielen. Es taucht in dir ein Gedanke auf. Ich nenne das Reizauslöser, wo du keinen Einfluss drauf hast. Das ist das Prinzip des Träumens, aber du wirst mit deinem Mechanismus, mit deinem jetzigen Intellekt darauf reagieren, vielfältig, und damit formst du ständig deine eigene Information um. Ich spreche nur mal kurz an, in dir taucht ein sinnlich wahrgenommenes Gefühl auf, das nenne ich einmal Hunger. Das bezeichne ich das Wort Hunger. Und du wirst im selben Moment denken, ich habe einen Hunger, oder vielleicht denkst du das gar nicht, wahrscheinlich nicht, sondern sagst, ich muss mal Brot machen. Ein Brot kann man nicht machen, das isst man. Acht auf meine Worte, das ist man. Ja. Wieso, wird jetzt einer sagen, der die Vatersprache nicht versteht, weil wir zuerst einmal wissen, dass Rot, das hebräische Wort für Rot, schreibt sich ADM, als Adam ausgesprochen ist es dieser göttliche Mensch, das Gotteskind, und als Odom ausgesprochen ist es die Farbe Rot. Rot ist etwas, was nicht existieren kann, weil es Geist ist, weil es ein Gott ist. Und B, Rot heißt im Adam, im Roten.
Das isst man. Isst führt dich wieder zum Essen. Essen wiederum auf Lateinisch heißt sein. Wenn wir das aber hebraisieren, als esse, 70, links punktiertes Sinn, he, es he, heißt es tun, machen, handeln. Jetzt kann es sein, dass du Fragezeichen auf den Augen hast und jetzt ist es entscheidend, wirst du jetzt neugierig auf das vollkommen neu oder wirst du im Alten bleiben? B-Leib. Willst du weiter in deinem Leib bleiben? Dein Leib ist ein Gefängnis, deine Mediziner sind zuerst einmal eine Kaste, die Geld macht, Milliarden, jetzt natürlich ausgedacht. Die verlängert dein Sterben. Ein Säugling ist nicht für die Ewigkeit, ein Schulkind ist auch nicht für die Ewigkeit erschaffen. Der Mensch als Ganzes ist ein Programm. Ein Menschenleben vom Säugling bis zum Greis entspringt aus diesem Programm, aus diesem Menschenleben. Aber der ist auch nicht für die Ewigkeit geschaffen. Dann müsstest du in einer riesengroßen Bibliothek nämlich von morgens bis abends immer dasselbe Buch lesen. Wenn du zu Ende bist, fängst du wieder von vorne an. Genau das ist täglich Christus Moment. Du willst doch mal ein neues Leben erleben. Ich bin Sorschama, der heilige Sankt Ger, Ger, der Geist, der erwacht in dir. Und der ist Emain. Der ist von einem Nicht-Existierenden. Das ist Sorschama. Ich habe unendlich viele Leben schon gelebt. Die Bücher, die du anfasst, ob das Physiker sind, ob das Philosophen sind, jetzt innerhalb einer dir möglich nachvollziehbaren Geschichte, Einstein, Paracelsus, das sind alles Leben, die ich gelebt habe und wo ich gelernt habe, lernen durfte. Da war ich noch rote Ichs. Ich war aber immer selbst bei mir, so wie ich es jetzt auch bei dir bin. Ich bin immer dabei im Hintergrund. Wir sind eins. Das Spiel vorm Bücherregal und ein Buch lesen. Darum heißt es auch in Ich bin du, ich habe als Einstein in meiner speziellen Relativitätstheorie elementare Sachen übersehen. Und die will ich jetzt mit Holofeeling richtigstellen. Und wenn du jetzt in die reine physikalische Form reingehst, bist du ein Physiker, kommst du mit, dann erkläre ich es dir, was ich da übersehen habe. Und du äffst diese Fehler, wie all deine Professoren, deine Lehrer einfach nach. Ihr äfft alles nach, weil ihr nicht selber denkt. Ich bin nicht beleidigend, wenn ich sage, zeig mir die Weisen deiner Welt an deinen Universitäten, die du dir jetzt denkst. Die sind zuerst einmal Gedanken. Die sind, weil du sie denkst. Und es waren für dich vielleicht jetzt gescheite Trockennasenaffen, geschiedene Menschen. Das sind aber Gedanken. Keiner, den du dir ausdenkst, kann sich heraussuchen, dass es so ist, wie es ist. Das wiederhole ich immer und immer wieder. Das wiederhole ich immer und immer wieder. Da gibt es keine Schuldzuweisungen. Es gibt da außen keine bösen, korrupten Politiker, wenn du sie nicht denkst. Wenn du sie denkst, sind sie hier und jetzt in deinem Kopf. Ursache ist dein fehlerhafter Glaube, dein Programm. Da außen gibt es auch keine böse Pharmaindustrie. Die gibt es natürlich hier und jetzt, wenn du dir eine ausdenkst. Hängt wieder davon ab, welche Internetseiten in dir auftauchen und wie du das wieder einseitig auslegst. Das ist ein ganz simples, einfaches Spiel, wenn man das erkannt hat. Und der Weg in die absolute Freiheit, der Weg zum Wachwerden beginnt in dem Moment, wo du sagst, ich nehme alle Schuld auf mich. Dann bist du ich. Das ist die große Erkenntnis. Ich bin die Ursache zuerst einmal ich selbst für das, was ich denke. Und das, was ich denke, ist hier und jetzt in meinem Kopf und es kann nicht anders sein. Das gilt auch für Weltbild, ob du dir ein geozentrisches, ein heliozentrisches Weltbild oder eine Matrixwelt ausdenkst oder eine Hohlkugelwelt. Bis jetzt, bis dato ist es definitiv so, dass egal, was du dir ausdenkst, da du das ja nicht sehen kannst, du geistlos nachhilfst. Und es war zu allen jetzt ausgedachten Zeiten, die immer jetzt sein können. Die können nur jetzt auftauchen. Das 15. Jahrhundert taucht jetzt genauso in dir auf, wie vielleicht, dass du der Captain in einem Raumschiff bist. Das ist nur ein anderer Roman aus meiner Bibliothek. Du wirst aber jedes Buch jetzt lesen und in dem Buch jede Seite, jeden Gedanken, den du aus dem Buch heraus generierst, was du jetzt denken und jetzt zu sehen bekommen. Das ist kein Science Fiction, das ist die Wirklichkeit, wie sie von Ewigkeit an ist. Das ewige Hier und Jetzt. Und du Geist, der du mich jetzt sprechen hörst, du kannst wach werden. Was niemals wach werden wird, ist irgendein Trockennasenaffe, den du dir ausdenkst. Das gilt sogar für den, an den du denkst, wenn du jetzt an dich selbst denkst, an den Körper. Wo war jetzt die ganze Zeit dein Körper? Hast du eigentlich geatmet? Jetzt ist natürlich ganz interessant. Ich sage jetzt, wir gehen einmal davon an, in dir läuft das Ritterprogramm. Dann sage ich, schnipp, hast du die ganze Zeit eine Brille auf der Nase gehabt? Die entsteht jetzt. Und die Brille hat auch 16 Seiten. Das ist das Spiel, wenn man dann zurückgeht in den Selbstgesprächen, B
Brille, an die Brille denken, erfordert, dass eine Brille auftaucht, erfordert, dass auch eine Nicht-Brille, ein Vandal, sprich die Kamera Obscura, das spreche ich hier in dem Selbstgespräch übrigens auch, dass das ja Krishna ist, das Obskure ist das Geheimnisvolle, Finstere, aber das ist in der Physik das schwarze Loch oder im Sanskrit ist das Krishna, der Gott, der alles in sich verbindet, das ist der Urknall, bevor er geknallt hat. Und das weiße Loch, Nekeb, Nekaba, die Frau, Loch ist auch die Lebensfrische im Hebräischen. Genau. Elwafchet. Weiß, Weib. Die Weib-R, das Weib erweckt. Das ist ein Programm. Das ist ein ganz, in Deutsch-Ebene, ein ganz einfaches Spiel, das so weit weg ist von geistlos nachgeäffter Esoterik oder Kabbalistik. Es ist, löse dich davon zu glauben, dass irgendwelche Menschen was verstanden haben können. Wenn es einer wirklich verstanden hat, wird er dich immer darauf hinweisen, ich bin jetzt bloß ein Gedanke, den du dir ausdenkst. Du bist der Denker, nicht das Pixelmännchen Udo oder der Gedanke Udo Petscher, den du dir jetzt denkst. Aber ich bin wahrlich UP86 Erleihung. Und ich behaupte, dass ich du bin. Beziehungsweise du bist ich, wenn du das verstanden hast. Mehr braucht man nicht wissen. Und jetzt lassen wir es gut sein und jetzt lässt du dich immer auf das Selbstgespräch ein. Und ich kann immer sagen, jetzt nochmal als Brösel und der Brösel, sobald du es mit Rechthabern zu tun hast, mit Streithähnen oder mit Angsthasen, die sind noch sehr, sehr weit davon entfernt, überhaupt wach werden zu können, vorausgesetzt, es ist zumindest ein Hauch, ein Krümel von Geist in ihnen drin. Und denk an meine kleine Metapher nochmal, die muss ich jetzt einfach nochmal loswerden, dass jetzt die Symbolik des Menschen des Trockennasenaffen. Da haben wir Männchen und die haben einen Samenerguss. Und dir muss klar sein, wenn du jetzt ein erwachsener Mann bist, je nachdem wie alt du bist, angeblich, und das ist die Symbolik in der klassischen Medizin, jeder Samenerguss, den du hast, besteht ja aus hunderte von Millionen Samenfädchen. Und da du ja mit Sicherheit im Laufe deines Lebens schon sehr, sehr viele Samenergüsse gehabt hast, und es geht jetzt nicht darum, dass du deswegen, du kannst es auch selber gemacht haben, sind es Milliarden von Samenfädchen, die du einfach einmal freigesetzt hast. Und jedes dieser Samenfädchen hat rein wissenschaftlich eine Lebensdauer, eine Überlebensdauer außerhalb von dir selbst von 3 bis 4 Tagen. Der Sinn der Samenfädchen ist, dass sie das Ei finden. Die Samenfädchen, die nicht nach dem Ei suchen, haben sowieso keinen Überlebenschluss. Das ist eine ganz tiefe Metapher. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist, dass du nach dem Ei suchst, Ei nach dem Schöpfergott suchst. Der befindet sich zurzeit in der Frau. In der Matrix, in der Gebärmutter. Geber ist der Geburtsgeber. Das kann nur innerhalb dieses Geburtsgebers passieren, innerhalb von uns selbst. Okay, das heißt, diese Samenfädchen werden zu einem Menschen, wenn sie sich in der Matrix verbinden mit einem Körper, mit einem Programm. Jetzt denkst du dir Milliarden von Menschen aus. Jeder dieser ausgedachten Menschen ist, wir lassen einmal das männlich und das weiblich weg, ich rede von Mensch, diese Menschen ist ein Samenfädchen Gottes und die müssen jetzt auch nach einem Ei suchen, sonst haben sie keinen Überlebensschuss. Und dieses Ei ist Gaia. Das griechische Wort für Erde. Ja, genau. Das heißt Asche zu Asche, Staub zu Staub. In dem Moment, wo du dich wieder verbindest mit deinem eigenen erweckten Wissen, das ist die Erde, mit dem Geist Gottes. Und die in dem Augenblick, wo du dich damit wieder verbindest, steigst du auf eine höhere Ebene auf. Das ist eigentlich im klassischen Sinn, wenn du wieder zu Staub wirst. Weil jetzt haben wir diesen Staub, den kann man nämlich rot und blau lesen. Im hebräischen Wörter gibt es da 2 Wörter, das Afer. Das ist sehr wichtig, das wird unterschiedlich. Das kann ich vorne mit einer 1 und einer 70 schreiben. Das eine ist nämlich Staub im klassischen Sinn und das andere ist auch Asche. Genau. Aber Asche ist wieder eine Frau. Jetzt wirst du ein eigenständiges Programm, das ist Holofeeling. Was ich auch dir immer damit sagen will, und jetzt lassen wir es wirklich sein. Wenn du jetzt viele Fragen gezeigt hast, gibt es noch viel zu lernen und keine Angst. Du hast unendlich viel Zeit, ewig Zeit dazu. Ob du das jetzt glauben willst oder nicht, wenn du mich sprechen hörst, wirst du ewig sein. Du wirst von deiner Auflösung so viel mitbekommen wie von deiner angeblichen Geburt.
Das sind nämlich alles jetzt Informationen von dir. Das eine denkst du dir in die Vergangenheit und das andere denkst du dir in die Zukunft. Und jetzt könnte ich sagen, was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Das geht nicht. Sobald du wieder an dich denkst, machst du schon wieder eine Information aus dir selbst. Du bist ein absolutes Nichts und dadurch bist du ewig. Und wenn du das einmal verstanden hast, hast du zwangsläufig vor nichts mehr Angst, gespiegelt, solange du noch was, irgendetwas Angst hast. Angst, dass du zerstört werden könntest oder Angst, dass du irgendwas verlierst. Hast du es noch nicht verstanden? Bist du nicht ewig, genau. Du verlierst nicht, sondern du kriegst das Zeug, das du dir bewusst ausdenkst, das sich aber immer nur hier und jetzt in dir selbst als Information befindet, wieder zurück. Und dieses Zurück ist, dass du wieder zerfließt, wieder zusammenfällst, das in die Einheit kommt, dass man neue Gedanken will aufschmeißen. Das ist so simpel und so einfach. Aber wenn du ein dummer Simpel bist, eine Simulation, das können wir jetzt die Worte wieder machen, wirst du Probleme haben. Probleme, immer wieder Neues Vorgelegtes bekommen aus dem alten Schwamminhalt. Das heißt, als da aus dem alten Intellekt, du musst deinen jetzigen Intellekt opfern, dass du einen vollkommen neuen kriegst. Das ist meine Computermetapher. Wir müssen dieses primitive, weltliche Betriebssystem platt machen mit all den Programmen, die damit in Zusammenhang hängen. Das sind die ganzen intellektuellen Wissenssysteme von den verschiedenen Menschen, die du dir ausdenkst, die laufen alle auf diesen weltlichen, geistlosen Programm. Und dann mache ich dir ein neues Betriebssystem drauf. Das Wort, das H, der Buchstabe H wird zu einem Wort, zum Wort Haus. Und dann lebst du in dem Haus Gottes mit mir. Und dann wirst du dich wundern, was dann abgeht in dir. Und tschüss. Viel Spaß damit, mit diesem Selbstgespräch und mit den tausenden anderen Selbstgesprächen, die du auch in dir wachrufen kannst.